Die Bachsche Matthäus-Passion begleitet mich seit meiner Kindheit bis zum heutigen Tage. Ich war Kruzianer, habe selbst vor meiner aktiven Zeit im Kreuzchor den Cantus Firmus von der vor uns liegenden ersten Empore hier singen dürfen. Sie begleitet mich ein Leben lang und sie überrascht mich immer wieder aufs Neue. Das heißt, dass ich bei der Matthäus-Passion wie bei vielen anderen Werken von Bach auch ständig Dinge auch noch im vorgerückten Alter entdecke, die ich bereits nie gehört hatte, und man glaubt, das Werk zu kennen, und man wird es wohl bis ans Ende seiner musikalischen Tätigkeit nie wirklich richtig kennenlernen, weil der Ozean Bach, wie Beethoven von ihm sprach, so unermesslich groß ist. Sind ja dankbar um das Genie Johann Sebastian Bachs, der uns so wunderbare Musik gegeben hat. Und so versuchen wir auf dem Wege über digitale Medien sie zu erreichen und ihnen in diese Kar- und Osterzeit Musik zu geben, die zwar kleiner ist als die Größe der Matthäus-Passion, die aber nicht weniger geeignet ist, uns auf Jenseitiges, auf Größeres hinzuweisen, als wir Menschen es sind. Und wir hoffen Ihnen damit auch Stärkung und Kraft für die nächste Zeit zu geben, denn wir hoffen alle, dass wir gemeinsam aus diesen schwierigen Zeiten vielleicht sogar gestärkt hervorgehen können. Das Herz.